Schalke Fan auf das Derby beim BVB. Ich habe noch keinen getroffen, der auch nur einen Pfifferling setzen würde auf die Königsblauen. Aber gut, wie ist das mit der Hoffnung? Sonntag 15:30 Uhr auf jeden Fall geht's los. Wobei genau dieser Termin, Sonntagnachmittag, vielen Amateurclubs richtig bitter aufstößt. Die fürchten um ihre Zuschauer, verlegen ihre Spiele sogar in die Dunkelheit. Uwe Nowitzki ist extra zum Sportplatz gekommen. Es lässt ihm keine Ruhe, dass ein Flutlichtmast hier kaputt war. Hoffentlich funktioniert jetzt alles, denn sonst kann morgen Abend hier nicht Fußball gespielt werden. Der Test ist geglückt, das Spiel gerettet. Das ist froh, ja? Wunschlos glücklich, zumindest für den heutigen Tag. Der SV Horst Emscher 08 gehört zu den Vereinen, die ihr Spiel auf den Samstagabend verlegt haben, denn am Sonntagnachmittag, an dem hier normalerweise gespielt wird, pilgern tausende Fans zum Revierderby. Hunderttausende sitzen vor den Fernsehern. Während sich für die sechsthöchste Liga kaum jemand interessiert. Es würden Einnahmeverluste drohen, sagt Abteilungsleiter Nowitzki und ärgert sich. Weil traditionell eigentlich den Amateuren dieser Sonntag gehörte, auch in der Vergangenheit, und der DFB meines Erachtens also da einen sehr großen Fehler gemacht hat, weil wir auch von unseren Zuschauern leben, vom Vereinsleben, und dieses Vereinsleben geht natürlich dann kaputt, wenn am Sonntag die Bundesliga spielt und wir mit unserem Spieltag letztendlich ja noch 30, 40 zahlende Zuschauer haben. Seit Jahren gibt es diese Kritik an der Ausweitung des Spielplans. Wenn immer mehr Spiele exklusiv live gezeigt werden können, kann der Profifußball mehr Fernsehgelder kassieren. Aber so meinen viele, das Interesse an den unterklassigen Spielen gehe immer weiter zurück. Nur Untersuchungen sollen etwas anderes ergeben haben, erfahren wir beim Westfälischen Fußballverband. Der entscheidende Faktor für weniger Zuschauer ist das veränderte Freizeitverhalten der Menschen und die Möglichkeiten, die die Menschen heute haben, ihre Freizeitgestaltung durchzuführen. Mitunter ist es aber auch so, dass die Infrastruktur auf den Plätzen nicht gerade dazu einlädt, Zuschauer anzulocken. Was wir tatsächlich erleben bei Ethus Gelsenkirchen, Kreisliga B, Fußballarmut pur. Hier reichen die Zuschauereinnahmen nicht mal, um die Kosten für den Schiedsrichter zu bezahlen. Und viele Vereine in den Niederungen des Sports machen sich gar nicht mehr die Mühe, dem großen Fußball zeitlich auszuweichen. Da ist so ein bisschen Resignation bei den Vereinen aufgekommen, die gesagt haben, Mann, wir haben sowieso keine Zuschauer. War ja mal ein Protest hier, nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in anderen Landesteilen, ohne Erfolg. Es ging ja grundsätzlich um das 15.30 Uhr Spiel und so weiter, und da haben wir auch keine Chance gehabt. Ich bin der Schalke Fan.
Schlaf im Studio. Du bist der Verein, du bist unser Leben. Schau, Kollegium, wir stehen hinter dir. Egal wo und wann, wollen wir alles geben. Schalke fand die Nummer und deshalb bin ich hier. Wir alle sind die besten Fans, die Fans vom ersten Bier. Schalke und wir, dafür stehen wir. Du bist der Verein, du bist unser Leben. Schalke. Wir stehen hinter dir, egal wo und wann, wollen wir alles geben. Ich bin der Schalke. Dafür stehen wir, du bist der Verein, du bist unser Leben. Schalke und wir stehen hinter dir, egal wo und wann, wollen wir alles geben. Also ich hatte da vorne an der Tribüne hatte ich einen Schnitt gemacht und auch ansonsten die ganze Strecke ist abgekreidet mit diesen weißen Strichen. Und die habe ich dann gestern auch nochmal nachgezogen. Also es müsste alles gut zu finden sein, auch in der Innenstadt. Nein? Aber wir wollen ja auch alle ziemlich zusammenbleiben. Der Salvatore läuft vor bei den Läufern und ich bei den Walkern. Wir haben eine langsame Szene. Ja, wir werden uns gleich, denke ich, dann finden.
Gerti Kumpmann. Ein Link auf YouTube, diese Plattform im Internet, da wollen wir mal ein bisschen Reklame machen über unseren Sportverein DJK Sporthausen. Ich mache das mal so präzise, weil der Ton ist auch dabei. Also ihr könnt ruhig jubeln oder irgendwie sowas. Das ist, weil wir zu wenig Zeit haben, um miteinander zuzuhören. Ja, weil die nicht gesprochen haben. Ja, ich habe auch gesprochen, nur der Wolfgang hat das so nicht, oder die Kick nicht richtig verstanden. Weil ich,
ja, die ist doch noch jünger, die ist doch noch nicht 50 Jahre aus der Schule.